Willkommen zu Stadtgespräch TV, Ihrem Magazin der Wohnbau Prenzlau. In der Friedrichstraße verschönert das kommunale Unternehmen gerade die Fassade von Nummer 37 und 39 und das Innere von Nummer 35. Grund genug für uns, das Gespräch mit Bauleiter und Architekt zu suchen und Details in Erfahrung zu bringen. Die Verschönerung der Friedrichstraße ist das erklärte Ziel der Wohnbau. Dafür müssen die verbliebenen Mieter noch einige Wochen lang Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen. Nachdem die Innensanierung in der leergezogenen Nummer 37 2010 fertiggestellt war, mussten die Mieter aus dem Nebenaufgang ihre Wohnungen tauschen. Jetzt stehen Baugerüste vor ihren Fenstern, denn die Außenfassade soll ebenfalls in neuem Glanz erstrahlen. Geistiger Vater der Modernisierung ist Wilfried Stoffregen. Wie werden die beiden Aufgänge nach der Fertigstellung aussehen? Wir haben im letzten Jahr die innere Instandsetzung und Modernisierung der Wohnungen vorgenommen. Die Wohnungen werden dann einem Stand entsprechen, dass eigentlich bis auf den Rohbau alles erneuert wird. Wir werden neue, größere Balkone vorsehen und für alle Prenzlauer, ich denke mal, die dürfen sich freuen. Es wird zwar leicht adaptiert, aber doch ähnlich sein wie die ersten Gebäude in der Friedrichstraße 9 bis 17. Es wird etwas andere Farben geben, aber die Idee der Balkone und der Farben und des oberen Dachabschlusses werden vergleichbar sein mit den Gebäuden, die wir schon im letzten Jahr bzw. in diesem Jahr, Anfang dieses Jahres fertiggestellt haben. Ja. Nach der Fertigstellung soll das Gebäude natürlich wieder vermietet werden. Darum kümmern sich Immobilienkaufleute. Die neue Generation wird gerade in der Wohnbauzentrale ausgebildet. Jana Schlewitt und Luzi Sano befinden sich im ersten Ausbildungsjahr. Die beiden 19-Jährigen haben sich ihren zukünftigen Beruf mit Bedacht ausgewählt. Irgendwann habe ich in der Zeitung die Anzeige der Wohnbau gesehen und habe mich dann gründlich darüber informiert, weil sich das interessant angehört hat, Immobilienkauffrau. Und ja, habe mich in meinem Bekanntenkreis ein bisschen umgehört und habe auch wirklich nur Gutes gehört vom Betrieb, von den Leuten hier, vom Betriebsklima und habe mich dann halt beworben. Fand es sehr interessant. Die beiden jungen Frauen durchlaufen in der Wohnbauzentrale alle Abteilungen und lernen den Beruf der Wohnungsverwaltung von der Pike auf. Sie brachten dafür auch die richtigen Voraussetzungen mit, weiß Ausbildungsleiterin Marlies Rissmann. Also man sollte auf jeden Fall das Abitur oder einen guten Realschulabschluss vorweisen. Oder das Fachabitur wäre auch die Möglichkeit. Man sollte kontaktfreudig sein, freundlich zu den Mietern, immer aufgeschlossen und Einsatzbereitschaft zeigen, kaufmännische Fähigkeiten vorweisen können. Insgesamt bildet die Wohnbau derzeit 4 junge Leute aus, die aufgrund der Unternehmensphilosophie auch gute Chancen haben, übernommen zu werden. Wer hier Top-Leistungen abliefert in der Berufsschule, wer gut mit den Mietern umgehen kann, sich hervorragend in unser Team integrieren, für den werden wir auch als Unternehmen immer schauen, dass wir Möglichkeiten schaffen, ihn langfristig zu integrieren. Aus ehemaligen Azubis können beim Prenzlauer Wohnungsunternehmen bereits nach wenigen Jahren Führungskräfte werden. Carmen Nebe, Anja Schirmer und Thomas Wesche haben bewiesen, dass durch Fleiß und Weiterbildung auch in einem kleinen Unternehmen Aufstiegsmöglichkeiten vorhanden sind. Zurück am Mietobjekt in der Friedrichstraße. Hartmut Reichow hat den Überblick auf der Baustelle. Herr Reichow, wann ist denn mit einer gerüstfreien Sicht zu rechnen? Bis zum 1.10. wollen wir versuchen, die Wohnung fertigzustellen, direkt die Wohnung. Dann haben wir auch schon die ersten Mietverträge. Da ziehen die ersten Mieter schon ein. Bis dahin soll das alles abgeschlossen sein. Danach haben wir noch den Treppenflur und einige andere kleine Sachen, die kommen dann aber danach, nach den Einzügen, um nicht irgendwelche Schäden im Flur wieder vorzufinden, die dann vielleicht durch den Umzug und andere Dinge dann verursacht werden. Die wollen wir da vermeiden und machen dann danach den Treppenflur unter. Die Fassade natürlich, die werden wir dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr schaffen, weil uns da das Wetter wahrscheinlich einholt. Und das war's wieder von Stadtgespräch TV. Doch keine Angst, wir sehen uns schon im Oktober wieder. Dann besuchen wir eine Hausgemeinschaft im Georg-Dreckering, die ihren Gemeinschaftsraum renoviert. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.